Tja, sie haben alle feindlichen Kräfte in diesem Gebiet restlos beseitigt. Westafrika gehört uns. Ich wusste, dass man sich auf sie verlassen kann. Gezeichnet Marschall Romanov, oberster Kommandant der Streitkräfte der Eurasischen Dynastie. Ja, Was direkt vom ist los? Chef. Wir kriegen also direkt vom Chef Meldung. Jo, Was jetzt? das war's, mein Junge. Was ist los? Was ist los? Also, weiter spare ich mir, oder? Dann mache ich hier meine weitere Landezone. Kann man die da rechts nach Hause bringen und dann hier weitermachen. Versuch's bei jemand Genau, hier nämlich anderem. auch. 30.000, genau. Und 100.000 haben wir in der Hinterhand. Ach, immer dieser Zwiespalt. Was nun tun? Denn das macht halt noch Spaß. Ich sag's, wie es ist. Ich habe noch Bock auf das Spiel. Und wenn ich das beende, dann darf ich es nie wieder spielen. Nie wieder. Okay, 17.000, ja, Machen wir den noch voll? Ach so, verdammt. Ich kann ja schon mal so halbwegs evakuieren, oder? Sollen wir das mal rausschmeißen wieder? Ja, 20.000. Viel ist es ja nicht mehr. Muss einfach noch viermal auf die Taste drücken und dann ist das Spiel vorbei. Transporter ist angekommen. Halt, da oben ist Transport angekommen. Unload. Und 5.000 aus. Ich würde sagen, ich halte das mal an. Und wir beenden die Mission. Jawohl. Werden uns hier aus der Mission zurückziehen. Rufen wir den Teleport auf die Seite. Geht das überhaupt? Oder muss ich die andere erst inaktiv schalten? Wahrscheinlich, Was ne? ist los? So. Transporter ist angekommen in 18 Sekunden. Oder so. Eins ist weg. Zwei haben wir noch. Ja, das ist natürlich jetzt dumm. Dass gerade jetzt die Panzer da oben sind. Forschung jetzt auch keine mehr, obwohl es jetzt eigentlich schon fertig ist. Verrückt, verrückt. So, hier bitte mal die 5, 4.000 wieder raus. So, vielleicht. Transporter ist angekommen. So, haben wir noch 6.000. Dann wird überall noch mal ein bisschen eingesammelt. So in etwa. Den Rest. 5.000 ein. Was ist Und unterwegs? holen wir uns Ja. so. Aha, ich hatte schon Und gar wann nicht. funktioniert das? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt die Frage, was wir da machen. Ich weiß es einfach nicht. Wir sind hier fertig, oder? Was gibt es denn hier für Einheiten? Minenleger. Ja, Versorgungstransporter, Screamer, Transporter. Probleme? Minenleger? Was jetzt? Wo sind denn die? Ja, Kommandant. Was Ah, jetzt? mittendrin standen nur Auf dabei. dem Weg. Na, von mir aus. Schnappen wir die uns auch noch geschwind. Ach ja. 404, Tu das file nie not wieder. found. So, 8. Oh. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt sind nur noch 10.000. Richtig? Richtig. Aber es dürften nicht mehr genug Transporter ankommen. Hier weiter. So, damit müssen wir überlegen, was wir machen. So, hier sind überall noch 2.000 drin. Die werden nochmal abtransportiert. Da haben wir 6.000 in der Basis. Genau. Lieber auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass es dann doch nochmal, dass zwei unterwegs waren noch oder so. Das wäre dann auch nicht so gut. So. Und hier alles eingeladen, sehr schön. Zur Basis. Doch nicht. Halt zurück. Halt zurück, du Hund. Ach so, wir haben noch mehr. Oh Gott. Transporter ist angekommen. Okay. Hier gibt es ja noch mehr, was wir abernten können in der Bar, in der Welt. Ja komm, die 10.000 sparen wir uns jetzt. Wir haben es eh. Oh oh.
Dieses Gebiet ist nicht gesichert. Die Ressourcen in Höhe von 12.020 werden nicht zu einer Hauptbasis verschickt. Wollen Sie die Mission trotzdem beenden? Ach, interessant. Transporter ist angekommen. Interessant, stimmt. Das gab es ja auch noch, diese lustige Nachricht. Wieso machen die hier alle mit? Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Achso, sie haben so nichts mehr zu tun gehabt und haben sie jetzt die nächstbeste Mine geholt. Deswegen hat sie ein bisschen länger wohl gedauert. Sonst wäre die wahrscheinlich schon fertig. Okay. 1000 aus. Ja, wie ich es mir dachte, da wird noch mehr transportiert. Ja, ist eigentlich unterwegs. Wahrscheinlich wären wir eigentlich schon fertig gewesen, hätte ich nicht aufgepasst. Ich glaube, ich lasse das mal offen. Obwohl, ist auch Schwachsinn, oder? Sollen wir es tun? Oder sollen wir es nicht tun? So, die Mission ist beendet, ne? Genau, wir beenden die Mission. Ja, ja. Tschüss. Kein Interesse mehr an weiteren Lieferungen von Rohstoffen. Jetzt hoffen wir, dass da nichts kommt. Red Rock. Ja, das ist auch wieder so eine komische Mission, ne? Ich glaube, danach kommt wieder keine... Ne, ich weiß es nicht. Tja, naja, wir haben halt, ja, ein bisschen vorzeitig das Ganze dann beendet. Leider keine Lava-Welten gesehen, keine was auch immer Welten. Ich würde sagen, ich drück mal aufs Knöpfchen. Oder machen wir das nächste Mal? Das können wir natürlich auch machen. Das kleine Cliffhanger. Ressourcen haben wir. Ja, ich glaube, da kommt eh nicht mehr viel, außer die die Sequenz halt, die Endsequenz. Okay, dann ist es jetzt soweit. Wir holen die letzten 10.000 ab, lassen sie zum Hafen, zum Transporthafen bringen. Und damit müssten wir eigentlich die ID-Kampagne beendet haben. Jetzt kommt ein wahrscheinlich schickes Video. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, sehen wir es beim nächsten Mal. Das dauert eine Weile, der fliegt wahrscheinlich hoch bis ganz nach oben. Keine Rohstoffe mehr. Ich bin gespannt. Nachricht von der Raumstation Salut. Mein lieber Sohn, Exodus 1 ist startbereit und das haben wir zu einem beträchtlichen Teil dir zu verdanken. Ich würde sagen zu 100%, aber okay. Wir möchten, dass du an unserer Tafel sitzt, wenn wir uns in einem feierlichen Festtag von unserer Heimat verabschieden. Die Erde wird untergehen, aber die Eurasien-Dynastie wird fortbestehen und auch das werden wir feiern. Auf bald, Wladimir der Zweite. Ja, das war Earth 2150, Escape from the Blue Planet mit der guten Eurasien-Dynastie. Ein wunderschönes Spiel, Echtzeitstrategiespiel, das man sich auch heute noch durchaus geben kann. Es sind ein paar frustrierende Momente dabei, wie eben diese Indonesien-Mission, die hat sich jetzt in mein Hirn so ein bisschen eingebrannt. Mal davon abgesehen, aber hervorragend. Also leider aber, wie ich finde, auch, ich meine, ein bisschen verbuggt, wenn ich mal das Ganze mir so angeguckt habe. Denn Schiffe hatten wir bis zum Schluss, bis in der letzten Mission, der Ägypten-Mission, hatten wir überhaupt gar keine Möglichkeiten, glaube ich auch. Ich weiß nicht, vielleicht gab es schon Missionen und ich erinnere mich einfach nicht dran. Wir haben keine gebaut, das kann auch sein. Ansonsten, ja, irgendwie merkwürdig. Ich habe ja schon gemeint, dass der Feind irgendwie, ich weiß nicht, ob das immer schon so war, dass der Feind da
mitgeforscht hat. Und je schneller man war, desto schwerer, leichter war es im Grunde genommen. Vielleicht hätte man auch, so wie es auch jemand schon mal im Forum geschrieben hatte, bei GOG, wenn man also einfach nur jede Mission ganz schnell, ganz schnell ist und die Forschungseinrichtungen immer vernichtet, beziehungsweise dafür sorgt, dass kein Strom da ist für die, dann bleibt der Feind so ein bisschen in der Zeit stehen. Und man selber hat dann immer einen kleinen Vorteil. Das heißt, man ist im Grunde genommen dem Feind immer einen Schritt voraus oder zwei. War auf jeden Fall sehr merkwürdig, als dann plötzlich in Madagaskar die fetten Crusher schon ankamen und ich habe immer noch meine stinkenden Wolgas gehabt, die mit ihren dümmlichen Raketenwerfern, die noch nicht mal zielgelenkt waren, die Raketen. Aber da habe ich ja dann zum Glück Dreck 17 angewandt wieder mal und habe mir direkt die ERC-Basis geschnappt und die außen vor gelassen, die komische UCS. Und da bin ich das ja mehr oder weniger umgangen, weil ich die dann schön platt gemacht habe. Sie und ihre stinkenden Bomber mit ihren Schallkanonen, die haben mir so richtig schön den Hintern aufgerissen. Wer das mal angucken möchte, bei der Indonesien-Mappe, irgendwas mit, weiß nicht, 25 oder 22 oder sowas, 23, keine Ahnung, da habe ich auch nochmal verlinkt, die, ich glaube, ungeschnittenen Versionen, weiß ich nicht, wie ich das Ganze ein andermal versucht habe, und da war ich, bin ich ein bisschen laut geworden. Und da ist die Mission halt nicht durch. Ich baue einfach nur Gräben und vergrab mich da sozusagen. Zum Sieg hat sie geführt, sondern wirklich in blutigen Schlachten, wo ich von zwei Seiten, einmal von der UCS von Westen und einmal von Norden, von der RC, angegangen wurde. Also das war schon ziemlich, ziemlich unangenehm, muss ich sagen. Ja, mal davon abgesehen, aber teilweise leichte Missionen, teilweise eigentlich ganz angenehme. Und ich denke auch, wir haben die richtigen Sachen benutzt, gerade hier am Schluss mit den Lasern und den Raketenwerfern, alles auf Distanz weggerotzt, und wenn was rangekommen ist, haben wir es dann weggelasert, beziehungsweise die Ionenkanone, der auch Wunder gewirkt war beim Angriff gerade gegen Gebäude oder sowas, und eine dicke Festung, einfach einen Schuss drauf und das Ding war lahmgelegt. Und dann konnte der Rest da schön wüten. Man hat ja auch gemerkt, am Schluss die LC-Basis im Nordosten, die Lunar Corporation, die hat sich dann immer wieder erholt, und da haben die Abwehrgebäude tatsächlich auch ein bisschen mehr genervt, weil man halt draufschießt, aber dann dauert es halt, weiß nicht, 10 Sekunden, 15, 20 Sekunden, dann ist das Ding wieder einsatzbereit und nervt einen halt wieder. Das war irgendwie nix. Auch komisch fand ich, dass die, also ich muss wirklich irgendwo in einer der frühen Missionen, Alaska oder sowas, oder Antarktik, irgendwie sowas, da habe ich irgendeinen Gegenstand fallen lassen, sondern liegen lassen. Und dieser hat dann dazu geführt, dass ich keine schweren Geschütze bauen konnte und auch keine Doppelgeschütze und so weiter. Irgendwie alles sehr merkwürdig. Und leider sind wir nicht weit genug gekommen, weil wir zu schnell waren und zu gut gewirtschaftet haben. Sonst hätten wir ja vielleicht auch mal sowas wie Doppelgeschützpanzer und sowas gesehen. Das gibt es natürlich auch. Kann man natürlich auch in so einem lustigen, in so einer Skirmish-Mission kann man das natürlich auch machen. Wo man sich die dann... Po, Arsch, naja. Genau hier, da könnte man die sich nämlich auch nochmal anschauen, in so einem Tag War, wenn es das gibt. Wo ist das denn? Jetzt ein Tag War, Kill 'em All. Mal kurz schauen, das ist bei Forschung. Ich weiß es gerade gar nicht. Gebäude zerstören, Mine for Money. Forschungszeit. Forschungen. Ja genau, da kann man alle Forschungen einstellen oder auch nicht. Man kann es auch lassen. Wo ist denn das? Gab es das nicht auch im Uncle Sam? Man bekommt ständig Kohle, ja. Nur Bufferzeug. Gab es nicht auch ein Tag War? Ich weiß es gar nicht. Bei Forschung muss das doch sein, oder? Zeitlimit? Schwachsinn. Forschungen alle. Merkwürdig. Oder kam das erst später dazu? Mit dem Tag War? Tag War heißt, man hat alle Forschungen. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall. Ja, das könnte man auch nochmal angehen. Credits wahrscheinlich ziemlich laut, oder? Ah, ja. Okay, alles klar. Gut, hab's begriffen. Ja, in der Version 2.8.7.1. Interessant. Ja, auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, Kampagne, wie auch immer. Habe es jetzt nach, was weiß ich, wie vielen Jahren mal wieder durchgespielt. Macht aber auch immer wieder Laune. Und gerade weil die Missionen halt so schön fordernd sind teilweise und auch schön taktisch. Wenn die KI mitspielt und man, wenn die eigene Einheit nicht plötzlich anfangen loszufahren, weil man den Befehl gegeben hat, bewegt dich ein Feld nach links und sie fahren erstmal 10 Meter nach vorne in die Abwehr, werden halt tot geschossen, fahren dann wieder zurück, bringen die ganze Basis mit. Wenn sie das nicht machen, dann ist alles super. Aber wenn sie wirklich gehorchen, dann kann man dort wirklich jetzt sich teilweise auch bei Basen Feld für Feld vor
Wagen und dann eben mit so Langstreckengeschichten den Gegner platt machen oder kann reinfahren, kann alles lahmlegen oder voll frontal in die Gegner. Gerade am Schluss, wo sie uns dann diesen lustigen Canyon überfallen haben, da wurde es ja mal teilweise echt eng, wo man dann mit den Lasergeschützen ja die Primärziele rauspicken musste und schön in Bewegung bleiben, weil die Granaten eingeschlagen sind überall. Das war schon gar nicht mal so schlecht, ja. Und gerade diese schweren Panzer am Schluss mit den Doppelgeschützen, eigentlich habe ich das immer so gespielt. Ich habe mir immer diese fetten Geschütze da drauf gebeamt, weil dann fährt man an den Gegner ran und das ist quasi wie eine Front. Dahinter dann die Raketenwerfer und die rotzen halt einfach alles weg, da kommt nichts ran. Schön schön nachts angreifen, dann sieht man nur noch das Mündungsfeuer und die Explosionen, wie sie dann einschlagen in den Einheiten. Das war hier ein bisschen anders, fand ich ein bisschen merkwürdig. Also wie gesagt, man muss da wohl in der zweiten oder dritten Mission das Teil finden. Ja, Luft leider natürlich ja nicht so krass wie bei The Moon Project, aber hier auch schon eigentlich ziemlich unnütz. Also das Einzige, was ich wirklich genutzt habe teils, ist entweder mit Bomben arbeiten, aber dann ist es halt wirklich ein Himmelfahrtskommando. Fliegt da rein, schmeißt seine Bomben ab, vielleicht die Atombomben am besten noch, werft die Dinger ab und viel Glück beim nächsten Mal sozusagen. Oder halt einfach Ablenkungsmanöver rein, eine leichte Einheit reinfahren. Alles ist abgelenkt und dann mit dem Bomber rein und einfach auf die Gebäude die Dinger abwerfen. Das funktioniert dann auch, weil dann keiner auf den Bomber losgeht. Oder eben die Langstreckengeschichten auch hier wieder schön mit den schweren Raketenwerfern aus der Luft. Viel ist nicht drin, aber es sind gleich mal 4 Raketen gleichzeitig, die dann da einschlagen und die machen dann ruckzuck die Gebäude weg. Reichweite ist natürlich auch ein Traum und dabei Nacht schon gleich 3-mal, da kann man dann auch das Gelände, sag ich mal, überbrücken, weil man ja aus der Luft logischerweise schießt mit diesen fast schon Raketenbomben, wie man sie bei Battlezone wohl nennen würde. Ja, ansonsten auch die Langstreckenschiffchen. Leider konnte ich sie jetzt nur ein einziges Mal nutzen. Die sind halt wirklich angenehm. Hast du gesehen, Reichweite von 19, wenn sie frisch geschlüpft sind und dann geht es wahrscheinlich bis 20, 21, 22 hoch. Das ist schon sehr nett. Da kommt überhaupt nichts ran. Selbst unsere Super-Raketenwerfer hatten ja eine Reichweite von, ich glaube, 14 oder 15 am Schluss. Mit einem Banner, Volga, sowas noch im Schlepptau. Also das ist schon ganz nett. Gerade im Vergleich zur LC-Geschichte beim Moon Project, anderes Projekt, kann man auch mal reinschauen. Ja, da war es ein bisschen, wie soll man sagen, anders? Ja, schwieriger auf jeden Fall. Ich fand die LC, gerade halt, weil die irgendwo ihr Zeug abladen, gerade wenn es um Luftabwehr geht, einfach irgendwo auf dem Berg so kleine Sachen, diese Nester hinsetzen. Das gibt es hier noch nicht. Ich meine, hier waren diese, ja, zwei, wie heißen die nochmal genau? Defender, genau. Defender sind die kleinen und die Guardians sind die großen. Haben wir am Schluss nochmal gesehen, der nordöstlichen Basis. Das war immer ganz nett mit denen. Vor allem, man ist halt schon ziemlich krass overpowered, finde ich. Und auch diese ganzen Elektrokanonen, die laden auch sehr, sehr schnell wieder auf. Also mit denen kann man am Boden so ziemlich alles wegbrutzeln. Und in die Luft, ja, hat man auch schicke Raketenwerfer. Vor allem kann man da immer die Sonden hinterher schicken, dass die Einheiten permanent repariert werden, beziehungsweise auch die Schilde sich regenerieren, wenn man die einfach nur eskortieren lässt. Und diese dicken Einheiten, die man hat, Crusher oder hier diese, nicht Meteor, sondern Crater, genau, die mit einem Geschütz drauf, einem schweren und einem leichten, die sind schon, ja, das kann schon sein, die halten eine Menge aus. Was mir auch aufgefallen ist, die haben keine Elektrokanonen benutzt. Nur Schallkanonen und Raketen. In nur ganz wenigen Missionen hatten sie mal Elektrokanonen, aber ich glaube, das waren gesetzte Einheiten. Also die haben die selber nie gebaut. Sehr merkwürdig. Vielleicht einfach, weil die ein bisschen zu krass wären und gerade wenn die Decken kommen mit den Teilen, wie gesagt, da platzen halt Einheiten und Gebäude, das gerade so kracht. Und die Reichweite, ja, die ist auch entsprechend. Und gerade wenn so ein Crusher kommt mit zwei schweren und zwei leichten Elektrokanonen, ich würde sagen, da platzt so ziemlich jede Einheit in Windeseile. Vor allem, weil die halt auch direkt einschlagen und nicht erst fliegen müssen, wie so ein Plasmageschütz oder so. Na gut, die dicken, schweren Geschütze der ED, die haben das ja auch, logischerweise. Naja, aber sei es drum. Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Ich habe es ja, wie gesagt, so ein bisschen rausgezögert am Schluss noch, weil ich wollte halt nicht wirklich das Ganze beenden. Aber als ich dann gesehen habe, dass die nächste Mission auch so ein, dieses komische Red Rock oder Iris Rock wäre, also wir hätten mal wieder mindestens noch eine Karte komplett in der Wüste verbringen müssen und so weiter. Also das hätte, wahrscheinlich hätte sich das noch ein bisschen gezogen und ich meine, eigentlich, wir haben es ja eh schon geschafft und ja, wir hatten eigentlich viel zu viel, gerade in der letzten Mission Ägypten, da haben wir so dermaßen viel, wir hatten glaube ich nur noch 150
40.000 oder sowas gebraucht. Und das hätten wir schon mit den ersten zwei Feldern vielleicht bekommen. Und da wir die LC-Basis so schnell über den Haufen gerannt haben, haben wir da auch nochmal fett Zeug bekommen. Und dann war da im Norden noch ein und so weiter. Also ressourcentechnisch war mir das schon klar. Am Schluss wird es sehr, sehr, sehr schnell gehen. Aber dass das so früh schon passiert ist, habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, auch noch nie gehabt. Weil eigentlich, meine ich, immer so ein bisschen Lava-Level mit dabei waren. Und ich dachte auch, dass es irgendwie zeitlich über die Tage geregelt wird. Aber hier ist es wohl wirklich so Mission nach Mission nach Mission. Und das Wetter, naja, das ist halt dann entsprechend. Ja, am Schluss haben wir noch die Wüste mitbekommen in Mosambik. Und dann kam ich schon in Ägypten, oder? Meine ich. Oder war noch eine dazwischen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch schon ein paar Tage her. Aber naja, auf jeden Fall Spaß gemacht hat's. Ja, kann man immer wieder gerne machen. Wie es hier weiter aussieht, ob ich mir die UCS nochmal vorknöpfe, weil die LC haben wir ja schon bei der Moon Project Geschichte gesehen, weiß ich nicht. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, ob ihr da Bock drauf hättet. Würdet ihr gerne mehr UCS sehen? Was ich auch machen könnte, ist vielleicht mal mit der UCS die ein oder andere Skirmish-Mappe, weil ich da meine eigenen Karten auch noch habe. Das heißt, die könnte man auch noch einbinden sozusagen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Dann kann man die mal ein bisschen spielen. Da gibt es einige, vielleicht auch mal welche, wo man wirklich mit Schiffen arbeiten muss. Das wäre auch mal ganz nett. Da wird man wahrscheinlich Schiffe und Flugeinheiten hauptsächlich sehen, weil die Landeinheiten halt nicht nirgends hin können. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Ansonsten muss ich noch überlegen, ob ich da Bock drauf hätte, UCS nochmal komplett durchzumachen. Aber wie gesagt, schreibt es mal runter in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wollt ihr noch mehr davon sehen? Sollen wir die auch nochmal angehen, die UCS-Kampagne? Würde sich natürlich ganz anders steuern. Klar, eigene Einheiten, andere Musik fand ich auch immer so toll. Diese komischen Gitarrenklänge, die dann bei denen erklingen. Die sind wirklich sehr nett gemacht. Teilweise auch sehr atmosphärischer Natur. Aber so stimmungsmäßig, das kommt schon ganz gut rüber. Ja, hier war es ja eher so die Eurasischen, Russen und so weiter. Hoffentlich hat kein. Bin mit keinem auf den Schlips getreten, dass ich das Ganze hier so ein bisschen mit dem komischen russischen Akzent gesprochen habe. Warum auch nicht? Kann man mal machen. Ansonsten, gibt's noch irgendwas zu sagen? Nö, hat Spaß gemacht. Mal wieder, wie immer eigentlich, das wird immer wieder rausgekruschtelt, ist ja so mein Winterspiel, weil ich da immer mich noch dran erinnere, wie ich damals bei der RC angefangen habe. Ja, dann wurde es nachts, der Schnee kam und dann gingen immer die Lampen an die blauen. Das, ist halt so für mich so dieses typische Weihnachtsspiel. Ist komisch, aber ist so. Aber ich meine, ne, Schnee und so weiter wird ja immer seltener, ganz komisch. Aber naja, da wird es auch Gründe geben, welche die auch immer sein mögen. Was gibt's denn noch? Eigentlich nicht mehr viel, ne? Das war's. Ich hoffe, es war halbwegs unterhaltsam. Kommentiert auch. Und unterhaltsam gespielt. Ich habe auch immer versucht, so ein bisschen, ja, nicht nur auf die, also mich nicht nur im Hintergrund zu halten, sondern auch mal reinzufahren, reinzustürmen und den Kampf auch zu suchen, um mich nicht nur einzugraben und einfach mein Zeug abzuernten und mich dann vom Acker zu machen. Und wenn meine Basis da war, ihr meint, dann machen wir es halt platt. Mal abgesehen von Australien, weil die, weiß ich nicht, da hätte ich jetzt wirklich den ganzen Tunnel, das war das mit der Ionenkanone, da hätte ich den ganzen Tunnel erstmal sozusagen, oder das ganze Tunnelsystem für mich gewinnen und dann gewinnbringend oben einsetzen müssen, dass ich da die den Feind alle mache. Wobei, ich hätte auch den Transporter dann holen können, vielleicht was aufbauen können oder so. Eine Kleinigkeit zumindest, sowas wie eine Reparatur. Nee, Munitionsversorgungsdepot hätte ich dann bauen können mit den 5000, die ich ins Feld geführt hätte. Hätten wir alles machen können, aber naja. Da war ja auch die Forschung vorrangig und hat ja auch geholfen, denn gerade die Geschütze waren super, die Raketen, die Gelenken, da hat sie dann erst richtig angefangen, Laune zu machen. Genauso wie die Schilde, die so einiges abgehalten haben. Ich mir überlegt habe, was die Kaukasus aushalten mussten unter dem Beschuss. Und die haben ja auch nur deswegen durchgehalten, weil sie eben die Schilde hatten. Sonst hätten sie wahrscheinlich schon längst, die wären schon längst zerplatzt. Und naja, weil der Feind, gerade die UCS, die war schon äußerst aggressiv, muss ich mal sagen. Und gerade diese komischen Walker, die Panther oder die Jaguare, die hauen halt richtig schön rein. Wobei, hatten sie Jaguare? Ich glaube nicht, oder? Die hatten nur Panther am Schluss. Genau. Normalerweise, wie gesagt, kommen da noch dickere Geschichten. Wenn dann die Jaguare kommen, dann hat jedes von den Viechern, ist glaube ich noch besser gepanzert oder so, oder hat bessere Schilde. Eins von beidem. Und auf jeden Fall noch eine dritte Waffe obendrauf. Also 2-2-2 Plasmakanonen können da schon entgegenkommen und das ist sehr, sehr unangenehm. Ja, oder Granatwerfer und noch was zusätzlich obendrauf. Also, ja, keine Flugeinheiten. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Keine Bomber großartig, keine
Na gut, die Schallkanonenbombe, ja, aber die UCS gar nicht. Vielleicht haben die das. Ist das wirklich so ein Patch, den ich nicht kenne, dass sie das halt so eingestellt haben, dass die LC halt ständig mit ihren Bombern angreifen, mit ihren Schallbombern, Crushern, Cratern und die UCS wirklich nur mit ihren komischen Walkern arbeitet. Ja, denn weder die noch ich hatten schwere Bomber mit zum Beispiel Raketenwerfer oder eben Bomben, ja. Massenvernichtungswaffen gibt es ja auch. Ja, die UCS hat ja die Plasma-Kontrollzentrum, wo sie damit Bomben auf einen schmeißen aus Riesenentfernungen. Sehr unangenehm, haben wir ja schon kennengelernt bei der RC, wo man von vier Seiten gleichzeitig, glaube ich, angegriffen wurde und sie da schnell um die kümmern musste, damit sie eigentlich platt machen. Und genau, hier haben wir neben Atombomben eben auch die Atomrakete. Sehr teuer, aber naja, macht richtig schön Aua. Und dann kann man danach dann Hallöchen sagen. Das ist eigentlich ganz nett. Vor allem kann sich der Feind dann nur mit diesen komischen diese Abwehrmechanismen, da können sie die dann abschießen, die Raketen. Bomben können sie, glaube ich, nicht abwehren. Und komisch war auch, kein einziges Wetterkontrollstationchen. Die gab es nur in der einen Mission, in der dritten oder vierten Mission. Hieß die noch Himalaya oder sowas? Wo wir so eine schwer befestigte Basis angreifen sollten, aber dann uns von hinten reingeschlichen haben und den Strom ausgeschalten haben. Das war unser Glück, weil die hätten uns richtig schön aufgemischt. Hätten wir wahrscheinlich nicht besonders viel. Obwohl, vielleicht bei Nacht hätte man sich Stück für Stück vorwagen können, müssen, wie auch immer. Das hat eine ganze Weile gedauert, aber wäre möglich gewesen. Ja, ansonsten. Alles so wie gehabt, wie gewohnt eigentlich, ne? Hat alles funktioniert. Ja, also wie gesagt, wer noch mehr sehen möchte oder was auch immer, kann es ja gerne mal reinschreiben. Dann schauen wir uns das mal an. Oder ich überlege mal es. Aber war schon interessant. Vielleicht hat es auch geholfen, am Schluss diesen alten Patch wieder zu laden, weil es dadurch dann irgendwie nicht mehr ganz so krass war. Aber vielleicht habe ich mir das auch alles nur eingebildet. Naja, das war auf jeden Fall Earth 2150. Und damit wäre dieses Projekt auch beendet. Ja, was gibt es sonst auf dem Kanal? Alles Mögliche. Also gerade was Echtzeit angeht, haben wir die ganzen Klassiker gemacht. Die Warcraft 1, Command & Conquer 1 und 2. Ja, Moon Project haben wir ja auch gemacht. Dies haben wir gemacht. Ein bisschen Strategie haben wir also Max und 1 und Max 2. Ein bisschen Feldzugspiel haben wir da gemacht. Ansonsten Shooter, weiß ich nicht, Ballerspielchen, Fliegspiele und so weiter. Ist ja alles Mögliche dabei. Selbst Rennspiele noch ein bisschen, Rollenspiele logischerweise. Also da kann man sich dann auf jeden Fall mal was anschauen, was einem da gefällt. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Höchstens, dass es Spaß gemacht hat und ich hoffe, dass es unterhaltsam war. Und mehr gibt es eigentlich nicht, oder? Ich glaube auch. Genau. Und damit danke ich nochmal fürs Zuschauen und ja, man sieht sich beim nächsten Projekt. Ciao, ciao.